diese Nennen zu haben, die gibt es auch. Die wollen die Schwulen, glaube ich, schon gar nicht. Die hassen sie am meisten. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man Aktivist ist oder nicht. Ja. Ich meine, das ist eine andere Dynamik. Und ob man sich so anders fest oder festkrampft, dass man einfach das nicht so machen kann. Ich glaube, dass auch keine Gelegenheit hat, mit dem anderen zu diskutieren. Das wollten wir ja, aber der hat es ja versucht, auf die Gegenseite einzuladen, dass man nicht in Gelassenheit und Ruhe darüber reden kann. Steht aber auch so in den Lehrbüchern drin. Mit dem Gegner wird nicht diskutiert. Na klasse. Ja, eigentlich.
Marinesauer liegt, also es hat ständig den Zeigefinger oben, es ist marinesauer als jeder Pfarrer auf der Kanzel, die kann sich sowieso nichts mehr sagen. Und es hat so viel Briefe, das Marinesauer hat immer von, ich mache das Richtige, du hast jetzt, du hast jetzt das N-Wort gesagt, das sowieso Wort, oder ich bin entrüstet. Also so wie man im viktorianischen Zeitalter entrüstet war, wenn irgendein Kapital genannt wurde, so ist man entrüstet, wenn man das falsche Wort sagt. Und diese Menschen sind moralisch so korrupt, dass man nur sagen kann, ich werde diskriminiert und sind in der Tür. Und das ist die Einzige, weil so viele Homosexuelle gibt es nicht und diese Genderbegeisterten, also da gibt es Menschen, die ein Genderproblem haben in sich, und es sind auch ganz wenige. Aber so die große Masse, das sind diese Mitläufer, die sagen, und wenn ich da jetzt Ja sage, dann bin ich ein wirklich guter Mensch und alle applaudieren. Thank you.